Guten Morgen. Na, was fehlt uns denn heute? Hm? Sagen Sie mal, ah. Au, Backe. Robby ist gerade mal eine Woche weg und schon führe ich Selbstgespräche. Wie dem auch sei. Wenn ich den Windgenerator nicht schleunigst wieder zum Laufen bringe, habe ich hier ganz andere Probleme. Was zum... Jetzt schlägt's aber Kuckuck. Ein Werkzeugkasten ist doch kein Brotkasten. Die Pinguine werden auch immer dreister. Stimmt, die ist überzählig. Yeah! Im Vorbeigehen Ordnung zu schaffen ist cool. So ein Mumpitz. Das Schloss ist ja komplett vereist. Nichts. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Es liegt eine Störung vor. Und diesmal ist es mehr als nur die Einzelmeinung eines geltungssüchtigen Therapeuten. Das bisschen Nestwärme wird ja auch nicht ausreichen. Und was mache ich jetzt mit dem Krempel? Für eine Auswilderung scheint es mir immer noch etwas früh. Entgegen der landläufigen Meinung müssen Eier nicht gekühlt gelagert werden. Das ist ein Popanz, den die Kälteschrankindustrie erfunden hat, um uns ihre Plastikeinlagen fürs obere Türfach unterzujubeln. Ich mag heute etwas zerstreut wirken, aber ich sollte keine voreiligen Schlüssel daraus ziehen. Der Mutternschlüssel ist ein Werkzeug und gehört in den Werkzeugschrank. Die Kabelgabel hingegen ist ein Utensil und gehört in den Utensilienschuppen. Es ist doch so leicht zu merken. So nützlich eine Kabelgabel auch in den meisten Lebenslagen sein mag, als Eiskratzer ist sie komplett ungeeignet. Mein geübtes Auge sagt, hierfür brauche ich den 7er Mutternschlüssel aus dem Werkzeugschränkchen. Ich kann keinen Fehler erkennen. Aber die Kontakte sehen mir etwas feucht aus. Die sollte ich wohl mal wieder abtupfen. Mit etwas Glück funktioniert's dann auch wieder.
Ich müsste mich sehr weit vorlehnen, um die Kontakte von hier aus trocken zu tupfen. Ich sollte entweder zurück zur Station, um meinen Trockenmob zu holen, oder mir etwas anderes einfallen lassen. Ich glaube, daraus ließe sich etwas zusammen MacGyvern. Ich nenne es Teleskop-Trocken-Ding. Nein, warte. Fernkontakttrockner. Fernkontakttrockner. Na, dann wollen wir mal. Hupsi. Naja, auch gut. So kann das Nest wenigstens die ganze Feuchtigkeit aufnehmen. Nichts. Das war so jetzt aber nicht vorgesehen. Andererseits gibt es wohl kaum eine schnellere Methode, um die Kontakte zu trocknen. Und solange ich hier alles unter Kontrolle habe, kann ich das Feuer auch noch eine Weile brennen lassen. So ist es wenigstens nicht ganz so zugig hier oben. Ach, stimmt. Ich hätte das Nest auch einfach wieder rausholen können, nicht wahr? Tja, hinterher ist man immer schlauer. Nicht immer. Es hängt davon ab, auf welchem Niveau man startet. Das hier ist wohl kaum der geeignete Ort für eine Grillparty. Außerdem habe ich eine Eiweißallergie. Und eine generelle Abscheu, Dinge zu essen, die direkten Hautkontakt mit einem fremden Popo hatten. Aber natürlich, der gute alte heiße Schlüsseltrick. Robby wäre sicher stolz, wie gut ich ohne sie klarkomme. Was in aller Welt ist das denn jetzt schon wieder? Uiuiuiui. Wie kam der Fisch in den Schaltkasten? Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Tja, das sollte es gewesen sein. Bleibt nur noch die Frage, was hier vorgefallen ist und wer oder was dieses Schlamassel zu verantworten hat. Das war der Tag, an dem wir zum Pol gefahren sind. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie aufgeräumt da alles war.
Der frühe Vogel fängt den Wurm. Hier sieht es aus. Besser. Keine Zeit zu schlafen. Mein Tagwerk ist noch nicht vollbracht. Na, wie geht es dir heute? Nein, ich sing dir später was vor, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Na gut, aber nur einmal. Bonsai, kleiner Bonsai. Verletzliches Gewächs. Süß, schon eingeschlafen. Robby hat mir zu Weihnachten den Thriller The Ping geschenkt, weil der in einer Antarktisstation spielt. Ich habe eine Woche lang im Schuppen übernachtet, weil ich mich nicht mehr in die Station getraut habe. Endlich genug Platz, um die Waschgänge getrennt in den Wäschekorb zu legen. Oh Junge, ich bin schon ganz kribbelig. Ich liebe es, wie Robby all ihre Badutensilien in einen wasserdichten Behälter sortiert und beschriftet, sobald sie die Station verlässt. Das war natürlich ein Scherz. Ich habe das gemacht. Ich will nicht sagen, dass es das bestorganisierteste Fach aller Zeiten ist. Denn das könnte meine Chance bei der Jury schmälern. Mein Geheimnis? Schmusifix extra weich und ein Spritzer Limette. Mal ehrlich, was findet Robby nur an mir? Muss der Charakter sein. Das Wetter ist eigentlich viel zu schön zum Arbeiten. Es wäre das perfekte Waschtagwetter. Thank you.
Draxler sieht durstig aus. Götze sieht durstig aus. Khedira sieht durstig aus. Hummels sieht durstig aus. Mertesacker sieht durstig aus. Podolski sieht durstig aus. Hatschi sieht durstig aus. Pimpel sieht durstig aus. Bifur sieht durstig aus. Bofur sieht durstig aus. Bombur sieht durstig aus. Tja, leer. Wie immer. Ich würde ja einen größeren Wasserbehälter bestellen. Aber der Paketbote klingelt immer bei den Nachbarn und die sind eh schon schlecht auf mich zu sprechen. Nein, das war's. Mehr gibt's nicht. Nein. Nein. Nein, das war's. Nein. Nein, das war. Nein. 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 Den Wasserbehälter schleppe ich jetzt aber nicht durch die Gegend. Der gehört ins Biolabor. Warte, ich stelle ihn kurz zurück. Hey, Robby, hast du es dir wieder gemütlich gemacht? Hey, Cliffy. Ja, ich sitze wie immer auf meinem gemütlichen Lieblingsplatz und sehe atemberaubend aus, während ich ein Buch lese. Das freut mich. Hey, du klingst traurig. Bedrückt dich etwas? Ich vermisse dich einfach. Mehr nicht. Oh, Cliffy, ich bin doch schon bald wieder da. Ja, das hat Hank auch gesagt. Heidenei, was für ein Chaos. Das sollte ich unbedingt in Ordnung bringen, bevor ich weitermache. Was ist bloß in mich gefahren? Wir haben noch keinen passenden Platz für Hanks Nagelpistole gefunden. Mein Vorschlag war Europa. Das Ding macht mir eine Gänsehaut. Der hängt akkurat. Die anderen sollten sich ein Beispiel an ihm nehmen.
Viel besser. Das sieht ordentlich aus. Und das Set scheint mir auch vollzählig zu sein. Aber lieber nochmal durchzählen. Eins. Zwei. Ja, das passt. Perfekt. Viel besser. Wir haben noch keinen. Mein Vorschlag. Das Ding macht meine. Besser. Aber noch lange nicht perfekt. Hängt akkurat. Die anderen sollten sich ein Beispiel an ihm nehmen. So, jetzt sieht es hier doch wieder einigermaßen manierlich aus. Na, dann schauen wir doch mal, was heute so ansteht. Aha, aha, aha. Da gibt's ja ein bisschen was zu tun. To-Do-Liste mitnehmen. Tja, im Grunde ist das erledigt. Ich muss es nur noch abhaken. To-Do-Liste. Ich muss Stift mitnehmen, um To-Do-Liste abzuhaken. Ja, das ist wichtig. Beobachtungsbuch mitnehmen. Na klar, ich muss meine Forschung ja auch dokumentieren. Kaffee einpacken. Versteht sich von selbst. Ich will ja nicht frieren, wenn ich draußen am Eismeer bin. Zellkulturen gießen. Längst erledigt. Ich muss es nur noch abhaken. Heute geht es wieder ans Eismeer. Aber erst, wenn ich alles andere erledigt habe. Nanu, habe ich gestern etwa vergessen, mein Müsli wegzuräumen? Nein, es muss eine naheliegendere Antwort geben. Könnte es sein, dass an den Gerüchten über eine geheime Nazi-Basis in der Antarktis noch etwas dran ist?
Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Da ist noch kein Wasser in der Maschine. Ich habe ihn zwar gestern schon abgewaschen, aber ja. Man kann nie gründlich genug sein. Da ist noch kein Kaffee in der Maschine. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Und einer für die Maschine. Ist nicht einmal den Kaffee zu genießen, ob mit Zucker oder schwarz, ob schwarz oder mit Zucker. Nichts will mir mehr schmecken, ich krieg keinen Schluck mehr runter, ums Verrecken nicht. Ohne dich zu sein, scheint mir heute nicht recht zu bekommen. Hab die Zunge mir verbrüht, doch wann erinnere ich nicht mehr. Je länger ich darüber nachdenk, wenn ich echt Zucker genommen hab. Warum zum Teufel ist das Knoblauchpulver wieder leer? Und fertig. Heute geht es wieder ans Eismeer. Aber erst, wenn ich alles andere erledigt habe. Hier ist alles in Butter. Also im übertragenen Sinne. Und nicht im wortwörtlichen Sinne wie damals zu Hanks Pfannkuchenfreitagen. Entweder da draußen ist nichts, oder die Monitore sind gar nicht an. Schwer zu sagen. Alles erledigt. Tja, dann kann es wohl endlich losgehen, was? Eismeer, ich komme! Der Schneemobilschlüssel ist im Schuppen. Ich gehe nicht gerne in den Schuppen. Der Schuppen ist Hanks Reich. Wahr. Und Hank ist immer so furchtbar unordentlich. Wahr.
keine Zeit mehr verplempern. Wenn ich rechtzeitig vor Sonnenuntergang wieder zurück sein will, muss ich jetzt aufbrechen. Lasse ich mal hier. Am Eismeer gibt es keine Kabel. Und auch sonst nur sehr wenig zu gabeln. Ich bin nicht einverstanden, dass wir die Leuchtraketen so nah an der Station aufbewahren. Jetzt wo Hank nicht mehr da ist, könnte ich das eigentlich noch mal zur Abstimmung bringen. Hank sagt, er hat sie geölt. Die ist hier leider nicht so nützlich, wie man denken würde. Die lasse ich mal hier. Am Eismeer gibt es keine Kabel. Und auch sonst nur sehr wenig zu gabeln. Ich bin nicht einverstanden. Er war so ein unfassbarer Nichtsnutz. Dann eben mit etwas Gefühl. Uiuiuiui. Das ist ja beinahe schiefgelaufen. Brave Leuchtraketen, nur nicht explodieren. Na dann, auf wie geht's? An Tagen, die dermaßen kalt sind, hätte ich das Auto fahren bleiben lassen sollen. Es klingt zwar lächerlich, doch so lächerlich es klingt, ich wäre besser nicht gefahren. Von hier aus hätte ich den perfekten Ausblick über das Cliff. So kann ich mich hier nicht hinlegen. Ich brauche erst eine Unterlage. Ich müsste noch eine im Staufach vom Schneemobil haben.
Ich hab einen. Und was für ein Kavenzmann. Wir sehen hier offensichtlich ein typisches Stresspräventionsverhalten. Um diese Uhrzeit? Das wirft all unsere Theorien über den Haufen. Ich sollte mir das unbedingt notieren. Was hast du denn da oben verloren? Pinguine meiden in der Regel diese exponierten Orte. Wenn sich Jäger nähern, kann er ja nicht den ganzen Weg übers Eis zu seiner Gruppe zurück. Haben wir es hier etwa mit einer ganz neuen Kolonie zu tun? Gleich mal aufschreiben, bevor ich den Gedanken wieder verliere. Und noch einer. Was macht der denn da? Der macht ja nun wirklich alles verkehrt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der will mich an der Nase herumführen. Wir können ja nicht einfach die ganze Fachliteratur wegwerfen. Besonders nicht den Teil, den ich geschrieben habe. Dokumentieren muss ich das aber trotzdem. Was zum... Das kann doch gar nicht... Also... Das ist doch... Das kann ich doch so nicht aufschreiben. Ich muss mich verguckt haben.
Gespenster, Cliffy. Es liegt daran, dass du langsam durchdrehst. Vor Trauer. Es geht ja nicht um dich, Hank. Bist du dir sicher? Ja, ich bin austherapiert. Das hier ist eine Love Story. Ich vermisse Robbie. Aber die ist doch nur für ein paar Tage in Puerto Williams. Ja. Die kommt zurück. Na und? Ich nicht. Und diesmal bitte wirklich. Aber... na gut. Hier ist ja gar niemand. Da, das kam aus der Werkstatt. Da. Das ist nicht Robbie, aber wer dann? Ich sollte mich bewaffnen, nur für den Fall der Fälle. Ich will eine Waffe, um mich im Notfall verteidigen zu können, nicht um ein grausames Blutbad anzurichten. Der richtige Zeitpunkt, um es sich hier gemütlich zu machen. Sei kein Narr, Clifford. Bring dich lieber in Sicherheit. Ah. Hank, verdammt! Bist du das etwa, der hier so rumgeistert? Nein. Das bin nicht ich. Ich bin hier, weil du den Verstand verlierst. Meinem Verstand geht es prächtig. Danke für gar nichts. Und doch bin ich hier. Bist du nicht? Ja, bin ich nicht. Aber irgendwas ist hier. Sei schlau. Hau ab, solange es noch geht. Pfuh. Ich sehe, du hast dich entschieden. Wie mutig von dir und wie dumm. Sei vorsichtig, Clifford. Schnauze, Hank. Ich habe ihn gewarnt. Mehr kann ich auch nicht tun. Come out, wherever you are. Hier scheint alles in Ordnung zu sein.
Huch, wer hat denn das Fenster aufgelassen? Eingedenk der Tatsache, dass ich der einzige lebende Mensch in einem Umkreis von 1000 Kilometer bin, sollte ich vielleicht jetzt in Betracht ziehen, an meiner mentalen Stabilität zu zweifeln. Aber so weit bin ich noch nicht. Dann hat das wohl die Geräusche verursacht. Irgendwie. Ich denke, ich könnte langsam mal eine Mütze Schlaf gebrauchen. Den lasse ich mal zur Sicherheit in Griffweite. Das war ein aufregender Tag. Morgen sieht die Welt wieder viel besser aus. Ohne dich zu sein, ist jetzt für mich wie dünnes Eis. Das zu brechen droht. Und wer weiß, vielleicht bin ich schon einen Schritt. Du hast keine Ahnung, was es heißt, ohne dich zu sein. Die Spinntür würde mich nur verraten. Ich muss leise sein. Was zum... Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Steckst du dich also? Na, warte. Hey. Daneben. Leib. Stehen. Nein, er ist noch hier. Gefangen mit mir. Na, warte. Ha, hab ich dich. Komm da raus! Ich? Sag dir! Komm! Da! Raus! Gut, gut. Erst einmal ein bisschen Ordnung schaffen. Oder ich kümmere mich später darum. Da bist du. Komm sofort darunter, sonst...
Ach, das gibt es doch nicht. Er ist in Richtung Werkstatt entfleucht. Ah, du lebst noch. Gut, schön für dich. Nicht jetzt, Hank. Ich habe den Hammer verloren. Vielleicht sollte ich über eine neue Waffe nachdenken. Nein, so verzweifelt bin ich noch nicht. Was zum... Tja, mir gehen offenbar die Optionen aus. Gänsehaut. So, die Luft ist wieder rein. Bis auf den einen, der immer noch hier drinnen ist. Er ist oben. Die Vorräte! Nicht doch unsere Vorräte! Hey, wo bist du? Komm sofort da raus! Wo bist du? So. Nanu, was kommt denn da zum Vorschein? Nanu, was? Nanu? Nun aber. Nichts. Das ist Hanks Kuhfuß. Andauernd hat er seine Sachen verschludert. Aber... Hä? Aber... Wo ist er hin? Moment mal. Ist er etwa schon wieder in der Wand? Och, nö. Und... Autsch. Ich sollte erst die Bauteile einsetzen, bevor ich alles zusammenschraube.
Hä? Wo ist der Transmitter? Der war doch eben noch hier. Ich sollte erst die Bauteile einsetzen. Ist er ja. Aber wie ist er hier hingekommen? Ist denn die ganze Welt verrückt geworden? So, und wo ist jetzt mein Zünder? Das gibt's doch gar nicht. Denkst doch nicht etwa darüber nach, den Zünder zu holen? Hank, du musst gehen. Das ist meine Schlacht. Mein Chaos. Ich habe es dir nie gesagt, aber ich habe immer bewundert, wie du immer alles auf die leichte Schulter genommen hast. Scheinbar in jeder Situation zu Hause warst. Und trotzdem immer alles gedeichselt hast. Bis ich es dann einmal nicht mehr gedeichselt bekommen habe. Ich bin wütend, dass du uns allein gelassen hast. Schon gut, Kleiner. Du bist cleverer als ich. Versuch einfach nicht, wie ich zu sein, wenn du da draußen bist. Sei du. Du schaffst das. Danke, Hank. Mach es gut. Hank? Home, sweet home. Scheiße, Cliffy. Was hast du getan? Das ist doch... Kann es sein? Ist das etwa... Hank! Ich habe dich gefunden. Und die Pinguine haben mir den Weg zu dir gezeigt. Vielleicht sind sie doch gar nicht die Monster, für die ich sie gehalten habe. Hier hast du also die ganze Zeit gesteckt. Ah!
Hier hast du... Hier. Was? Ah! Endlich! Ah! Los! Oh oh. Ach herrje. Unfassbar. Cliffy? Cliffy? Ein Albtraum. Scheiße. Cliffy? Cliffy, wo steckst du? Sag was! Das übertrifft alle Befürchtungen. Cliffy? Verdammt, er ist nicht zu Hause. Und was ist das hier? Hanks Leuchtraketen? Was haben die denn hier drin zu suchen? Hä? Lea, aber... Oh nein.
Im Rücksitz, ich hab selten so gefroren.
jetzt ein ganz, ganz klar verstehen. Doch bitte sieh auf meinen Standpunkt, denn dass du nicht bei mir bist, bietet mir zu diesem Zeitpunkt reichlich Anlass durchzudrehen. Und man kann nur spekulieren, wer das nächste Opfer ist. Ohne dich zu sein, bin ich über alle Maßen ätzend. Wenn ich seh, wie glücklich andere sind, krieg ich den Rappel. Besser ist, du kommst so schnell es geht, bevor ich irgendwen verletze. Es fehlt nicht viel, bis ich unkontrollierbar überschnappe. Ohne dich zu sein, ist jetzt